Jo, was geht meine GTA-Freunde noch? Levelisten, willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und ihr seht es schon im Titel, es geht um die Modded Jobs. Ich weiß, ihr erwartet jetzt einen Link unten in der Videobeschreibung, aber den gibt's heute nicht. Aber ich habe eine Neuigkeit für euch. Und zwar wurde mir so zugesagt, dass es am Wochenende neue Jobs geben wird. Ja, ihr habt richtig gehört. Am Wochenende können wir uns auf neue gemoddete Jobs freuen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie Rockstar Games darauf reagieren wird, da ja in den vergangenen Tagen sehr viel Geld damit gemacht wurde. Es kann möglich sein, dass Rockstar Games so wie immer reagiert und einfach nur den Job aus dem Social Club nimmt, aber es kann auch sein, dass Rockstar Games anders reagiert. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, kann ich auch so jetzt nicht sagen, wie sie reagieren werden. Wir müssen es einfach mal auf uns zukommen lassen, aber auf jeden Fall wird am Wochenende mindestens ein neuer Job veröffentlicht und dort wäre es halt schön, wenn ihr dann relativ schnell seid. Ich habe das Video schon vorproduziert, es ist schon online, beziehungsweise auf privat, sodass ich nur noch, wenn der Job da ist, den Link einfügen muss und zack, gib ihm, online stellen kann, sodass ihr so schnell wie möglich auf den Link klicken könnt, diesen Job dann zu eurem Spiel hinzufügen könnt und dann starten könnt. Um längerfristig mit dem Job Spaß haben zu können, würde ich euch empfehlen, diesen Job dann auf Sudden Death zu stellen, sodass der Job immer weiter läuft, auch wenn die Zeit abgelaufen ist. Der Job läuft dann immer weiter, bis ihr die Koffer abgeben werdet. Solltet ihr den Koffer nicht abgeben, wird das Spiel auf ewig weiterlaufen. Das hört sich jetzt krass an, auf ewig. Aber solange wie ihr möchtet, wird der Job dann weiterlaufen, auch wenn Rockstar Games diesen Job dann aus dem Social Club entfernt. Also haltet Ohren und Augen offen. Wie gesagt, ich werde sofort, wenn der Job da ist, das Video auf online stellen. Und wenn ihr dann jetzt mich abonniert habt und die Glocke aktiviert habt, werdet ihr auf jeden Fall so schnell wie es geht auf eurem Smartphone eine Benachrichtigung bekommen, dass es einen neuen Modded Job gibt. Und dann müsst ihr schnell sein. Es kann aber auch sein, dass Rockstar Games sich denkt, ja, wir haben das jetzt gepatcht. Es kann und wird nichts derartiges wiederkommen. Und somit dann am Wochenende eventuell einfach mal Piano machen. Es kann aber auch sein, dass wirklich Rockstar Games sagt, hey, wir suchen uns jetzt ein paar Mitarbeiter aus, die jetzt am Wochenende arbeiten und einfach mal YouTube, Social Club und diverse andere Internetforen der GTA-Glitcher im Auge behalten, sodass der Job relativ schnell gepatcht werden kann. Das wissen wir nicht, wie vorhin schon erwähnt. Das müssen wir jetzt einfach mal auf uns zukommen lassen. Aber wie gesagt, ihr könnt mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren und dann werdet ihr auf jeden Fall Bescheid bekommen, wenn der Job online ist. Und dann verabschiede ich mich jetzt auch mal. Ich wünsche euch noch was. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.